Wie Sie ja bereits wissen, können Sie das Verhalten Ihrer Kasse selbst steuern, so wie Sie es gerne hätten. In unserem Beispiel sehen wir uns nun die Preisabfrage ab, die Sie ebenfalls in den Systemeinstellungen der Karteikarte Verkauf, Verhalten und Optik ein- und ausschalten können. Wann sollte man es einschalten? Ja, wenn Sie es haben wollen. Generell würde ich Ihnen persönlich empfehlen, diese Preisänderung zu deaktivieren, denn Ihr Artikelstamm ist ja bereits mit Verkaufspreisen versehen. Das heißt, Ihre Artikel haben einen hinterlegten Verkaufspreis, den Sie bei einem Verkauf natürlich anwenden. Aber es gibt wenige unter Ihnen, die sagen, ich will das, aber für diejenigen, die es wollen, die haben die Möglichkeit. So, wir haben es jetzt aktiviert, wir sind in der Touchscreen-Kasse und jetzt gebe ich einen beliebigen Artikel ein. Er springt jetzt hier direkt zur Preiseingabe, denn in den Systemeinstellungen haben wir die Stückzahlabfrage deaktiviert. Deswegen kommt hier gleich die Preisabfrage. Also ich sage 18 Euro, das ist der Standardpreis, übernehmen. Das ist der Standardpreis, übernehmen. Unser Musterartikel 3, der ist vielleicht, da mache ich dem Kunden einen Sonderpreis, warum auch immer, und bestätige das einfach. Wir sehen nun, dass wir hier für den Artikel 3 einen Sonderpreis hinterlegt haben. Bei eventuellen Preisreduzierungen oder Sonderpreisabgaben empfehle ich Ihnen eindringlich, vielleicht auch eine Information zu hinterlegen, dass Sie sagen, warum Sie den Artikel billiger hergegeben haben. Ich schreibe jetzt mal SP, da defekt, oder? Ja, das kann man machen. Denn ein Prüfer hat die Möglichkeit, einzusehen, welche Preisreduzierungen haben Sie vorgenommen. Es muss so sein, können wir jetzt nichts dafür. So, und deswegen, und wenn Sie sehr, sehr viel Abweichungen vom Standardpreis vornehmen, also Preisreduzierungen, hat der durchaus die berechtigte Frage an Sie, dass er sagt, ja, warum machst du das? Warum ist alles kaputt oder was? Also es wird dann sehr, ja, unglaubwürdig. Deswegen würde ich Ihnen bei Preisempfehlungen immer empfehlen, bei den Zusatztexten den Grund mit anzugeben und dann ist alles gut und Sie können es reproduzieren und für den Prüfer ist es auch gut, weil es auch reproduzieren kann. So, wenn Sie einen Artikel aus der Suchliste verkaufen, verhält es sich genauso. Das heißt, Sie klicken einen Artikel an, sagen übernehmen und Sie kommen sofort zur Preiseingabe, die Sie dann bestätigen können und dann ist der Artikel in der Kasse. Sehen wir uns jetzt die normale Kasse an. In Systemeinstellungen sagen wir nun, wir wollen nicht die Touchscreen-Kasse, nehmen das Häkchen raus, sagen wir wollen die normale Kasse, lassen aber die Preisänderung drin. Jetzt gehen wir in die Kasse hinein und wählen uns einen Artikel aus und sagen, wir wollen den Musterartikel 3 verkaufen. Wir halten nun ein anderes Fenster, das ist ein Kombi-Fenster, in der Stückzahl und Preis miteinander kombiniert sind. Und je nachdem, was Sie in den Systemeinstellungen aktiviert haben, ist die Stückzahl aktiv und der Preis aktiv oder wie in unseren Beispielen nur der Preis aktiv. Haben Sie hingegen weder Stückzahl noch Preisabfrage aktiviert, das heißt, Sie verkaufen immer eins zum hinterlegten Standardpreis, dann erscheint natürlich dieses Fenster nicht und der Artikel wird direkt in die Verkaufsliste übernommen. So, jetzt kann ich hier auch meinen Preis eingeben, bestätigen und alles ist drin. Und Sie sehen, so einfach ist es, dass Sie diese Preisabfrage verwenden oder eben nicht verwenden.